Rise of Rojava heißt, der Widerstand beginnt. Vor 7 Jahren begann in Rojava eine Revolution, die das Leben von Millionen Menschen grundlegend verändern sollte. Die Kurdinnen und Kurden befreiten sich von der Diktatur des Assad-Regimes und begannen sich selbstverwaltet in Räten, Kommunen und Kooperativen zu organisieren. Insbesondere die autonome Organisierung der Frau wurde zur treibenden Kraft der gesellschaftlichen Revolution. Die ersten Dörfer, Städte wurden heute angegriffen, deswegen sind wir heute hier. Ja, heute ist der Tag, an dem die türkische Regierung die befreiten Gebiete in Rojava angefangen hat anzugreifen, mit Hilfe des IS, also Daesh, und anderen dschihadistischen Gruppen, die erfahrungsgemäß fürchterlich metzeln. Das ist etwas, was man nicht aushalten kann. Denn die Leute in Rojava, die haben trotz Krieg und mit wahnsinnigen Opfern eine befreite Gesellschaft aufgebaut, basisdemokratisch, mit der Befreiung der Frau, von der wir hier träumen. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese Menschen jetzt abgeschlachtet und gemetzelt werden, dass die vertrieben werden und wieder flüchten müssen. Deutschland ist Mittäter in diesem Krieg, auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Im letzten Jahrzehnt war Deutschland auf Platz 2 der Staaten, die an der Türkei Waffen lieferten. Die deutsche Regierung hat dem faschistischen Diktator Erdogan wiederholt finanzielle Unterstützung zugesagt, damit dieser Menschen vor der Flucht nach Europa abhält. Unser Innenminister Seehofer ist letzte Woche da und erklärt, dass er das ganz toll findet, was Herr Erdogan macht. Es ist einfach nur widerwärtig. Und es kotzt mich an, in einem Land zu leben, das andere Menschen, nur weil sie frei sein wollen, umbringen lässt. Mit deutschen Waffen und deutschem Geld, Milliarden, wird das gemacht. Und es ist nicht zu ertragen. Wirklich, wirklich nicht zu ertragen. Ich möchte alle Menschen, die irgendwie noch ein Empfinden haben, aufrufen, auf die Straße zu gehen und dieser Bundesregierung zu zeigen, hört auf damit, kein Cent mehr an die türkische Regierung. Absolut gar nichts, keine Waffen, nichts, keine Munition. Das muss sofort aufhören. Freiheit ist der Traum von uns allen und dort wird er umgesetzt. Ich möchte, dass es bleibt und ich werde alles dafür tun. Die demokratischen Kräfte Syriens, welche die YPG und YPJ zugehören, sowie die Bevölkerung stehen zur Verteidigung bereit und verkünden Rojava um jeden Preis zu verteidigen. Das heißt für uns, der Krieg in Kurdistan ist kein Krieg der Völker Kurdistans alleine. Er ist ein Krieg der gesamten Menschheit um Demokratie, Frieden und ein solidarisches Zusammenleben. Gegen Krieg, Besatzung, Kolonialismus und Genozid. Büjü Rojava'yı Kürdistan'ı Büjü Rojava'yı Kürdistan'ı Büjü Rojava'yı Kürdistan'ı Büjü Rojava'yı Kürdistan'ı